was bisher geschah. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Und so geht's weiter. Ich finde es immer so witzig, dass mein Charakter eigentlich überhaupt nicht spricht. Und immer alle Leute nur anstarrt. Aber na gut. Kann man nicht ändern. Finde ich tatsächlich besser, insofern, dass ich halt auch mehr Antwortmöglichkeiten dadurch habe, da ja nicht ein Synchronsprecher tausende von verschiedenen Dialogen sprechen musste. Für den Charakter hier allein. Aber trotzdem etwas verwirrend. Na gut. Dann haben wir das jetzt offiziell geklärt. Ich glaube, ich hätte auch einfach das Schloss aufmachen können mit meiner Fähigkeit. Schlösserklacken und so. Aber das wär, wo wäre da der Spaß? Weißt du? Also ein bisschen Herausforderung und so. Muss ja auch irgendwie mal sein. Ihr habt eure Ausbildung zum Templer also nicht gerade genossen? Damit meint ihr wohl mich, richtig? Gibt's hier noch andere, die bei ihrer religiösen Schulung versagt haben? Ich habe nicht versagt. Ich wurde von den Grauen Wächtern rekrutiert. Und wenn ihr nicht rekrutiert worden wärt, was wäre dann geschehen? Ich wäre zu einem sabbernden Wahnsinnigen geworden, hätte die oberste Klerikerin erschlagen und in Unterwäsche die Straßen von Denerim unsicher gemacht. Diese Selbsterkenntnis steht euch gut zu Gesicht. Ich wusste, es würde euch gefallen. Triggert diese Brücke irgendwie die Dialoge mit denen? Ah, die sind so richtig gute Freunde, ich merke das. Irgendwie funkt es zwischen den beiden, oder? Ich habe so leichte Schwingungen, kriege ich da schon mit? Hallo? Ich kann öffnen. Es ist also geschehen. Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Also gut, warum nicht? Und wenn ich euch nicht zu eurer Buße führe und wenn ihr mir auf die Nerven geht und ich mich entscheide, euch zu erschlagen? Danke, Stan. Ich freue mich, euch bei uns zu haben. Ich will eure Hilfe nicht. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Nö, ich freue mich. Können wir gehen? Ich möchte diesen Ort verlassen. Ich werde ihn jetzt auch trotzdem nicht mitnehmen. Ich glaube, er wäre auch... Also er sieht aus wie eine Tankklasse, muss ich gestehen. Aber ich möchte ihn trotzdem behalten. Nee. Bis ich nicht einen anderen Magier habe, möchte ich Morrigan so ungern ersetzen, muss ich gestehen. Ja, nee, Magier machen einfach so extrem viel Schaden. Den Hund könnte ich austauschen. Ich würde auch gerne Liliana einfach dabei haben, aber... ich weiß nicht. Nee, komm, den Hund lasse ich auch nochmal drin. Gut, denn ist da hinten noch eine Truhe und Elfenwurz und wir müssen uns hier auch nochmal umsehen. Ist aber ein schönes Feld. Klein? Ernährt nicht mal ansatzweise so ein Dorf, aber schön. Ja, in Ordnung. Ach, ich habe ja ein Geschenk für sie. Ach, das kann ich erst im Lager geben. Genau, im Lager konnte man Geschenke geben. Ich erinnere mich dunkel. Hört auf zu... Ah, was? Wo denn? Ach, da hinten. Wer seid ihr? Reizend. Ach ja, okay. Limbo. Warte mal. Ich sollte... Nicht auf aggressiv, oder? Ach, scheiße, jetzt habe ich vergessen, was mir jemand gesagt hat. Er ist doch ein Verteidiger. Defensiv habe ich denn... Bedrohen. Bedrohen habe ich aber schon drinne. Aktivieren. Modus Bedrohen aktivieren. Was macht denn Bedrohen? Das müsste ich jetzt... Das zeigt er mir hier nicht an. Nächster sichtbarer Gegner... Ich verstehe gerade das System hier gar nicht. Ach, das gehört dazu. Okay, also selbst beliebig, das ist sein erstes Ding quasi, mit Fernangriffen markiert. Den Modus macht er aktiv. Nächster sichtbarer Gegner, Schildhammer. Gibt es denn irgendwas, was hier... Scheiße, ich wollte mich damit vor der Aufnahme beschäftigen und jetzt habe ich schon wieder nicht gemacht. Mir geht es auf jeden Fall nicht so gut. Deswegen muss ich mal gerade vorsichtshalber schon... die Sachen hier reinziehen. Ah nein, mir hat auch jemand gesagt, ich kann mir diese Leisten einblenden und ich hab's... Oh. Ich glaube, er meinte das. Ja, okay, ich hab's gemacht. Könnte ich das kurz benutzen? Okay, Mikromanagement. Mikro-fucking-Management. Was hast du denn eigentlich für Sachen hier? Schilddeckung, Schildhammer. Bedrohen ist ja aktiv. Bedrohen... baut doch bestimmt, ist dieser Modus neben der Krieger einer herausfordernden Haltung ein, die bei jedem Nahkampf die Feindseligkeit der Gegner erhöht und diese von anderen Verbündeten ablenkt. Genau, dann müsstest du eigentlich mal hierhin. Ich bin aua.
Aua! Genau! Greif ihn an! Ich muss von hinten. Ah, das meinst du mit hier auf dem Boden. Ich seh's, ich seh's. Wieder mit dir! Ja, ach, das geht doch. Ach, hier ist noch jemand am Leben. Das Einzige, was mich natürlich stört, ich muss jetzt immer dahin rennen. Ah, da guck mal, hier. Nein. Manu! Was? So. Dieses Stück Dreck. Hier, greif an. Mach sie platt. Oh, ich sehe, das wird nicht gut. Okay, Quest aktualisiert. Welche Quest habe ich denn jetzt beendet oder so? Lovering? Anschlagtafel. Du hast eine Bedienten nördlich von Lovering. Bleiben noch zwei. Ach so, es sind drei verschiedene. Gut, ich würde gerne den Elfenwurz mitnehmen. Wurz. Ich habe nicht Wurz gesagt, ich habe Wurz gesagt. Ich merke, ja, das ist ungewohnt für mich, so nahkampftechnisch. Da immer hinrennen und anklicken und so. Kann man irgendwie eine Attacke irgendwie auf eine Taste legen, dass ich da nicht extra, weißt du? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich suche jetzt nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. So, was haben wir denn hier noch? Da oben sehe ich einen sehenswerten Baum. Das ist doch bestimmt eine Falle. Das scheint mir so... Das ist doch bestimmt eine Falle. Ein sehenswerter Baum, hallo. Der Hund scheint besonders Interesse an dieser Sehenswürdigkeit zu haben. Hund? Ehrlich jetzt? Bitte doch nicht, wenn ich mit dir spreche. Siehst du etwas Interessantes? Wawa hat dir ein zerflattertes altes Buch gebracht. Einige Seiten sind zerkaut. Aha. Ein angekautes, feuchtes Buch. Oh, der Großteil ist lesbar. Tag 42. Hier geht dem Verdacht, dass wir manipuliert werden. Wie von einer unsichtbaren Hand weit über uns. Und wie immer höre ich dieses Klicken. Klick, 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 klick. Mehrere Seiten fehlen und die Tinte auf dem Rest der Seite ist verlaufen. Und sagte ihnen dann, ich würde keinen Käse annehmen, außer direkt aus der Hand der ehrwürdigen Mutter. Schlamm oder etwas ähnliches hat ihr die Seiten eingeweicht. Tag 115. Meine Mutter sagte immer, ich sei etwas Besonderes. Ich wusste ja nicht, wie recht sie hatte. Die Tinte ist völlig verschmiert. Es war Jussaris, ganz bestimmt. Er sah genauso aus wie die Schnitzerei im Herrenzimmer des Aals. Ich habe es zur Prüfung an den Zirkel geschickt, aber bisher keine Antwort. Aus einem abgekauten und feuchten Buch. Aha, bringt mir jetzt gar nichts. Gut, dass wir das jetzt... Okay. Ein sehenswerter Baum hat sie immer noch. Der Hund scheint besonderes andere... Hast du irgendwie noch was hier zu finden? Oh, so ein... Er läuft nochmal weg? Was hat er mir denn jetzt mitgebracht? Hä? Er hat mir etwas mitgebracht. Und er hat mir irgendwie doch nichts mitgebracht. Ich habe nichts erhalten. Noch irgendwas? Vavo hat anscheinend nichts gefunden. Okay. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Wurde mir irgendwie vielleicht gar nicht richtig angezeigt. Oder er hat wirklich nichts mitgebracht. Naja. Ich nehme alle Pflanzen mit. Ich schätze mal, schwimmen können wir hier nicht. Nee, schwimmen geht nicht. Also spielt man so viel Tomb Raider, da ist man schon gewohnt, ständig irgendwo rumplanschen zu dürfen. Hello. Möchtest du... Warte. Hier, greif an. Vor allem sie greift sofort an und er nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen verwirrend. Warum? So. Genau, bau Akku auf. Das wird unschön. Oh, das wird überhaupt nicht gut. Oh Gott. Angriff! Oh Gott. Oh, holy shit. Ich glaube, der stirbt jetzt. Das war nochmal knapp. Nein, ich bin gestorben. Ich bin bereit. Ich merke schon, das läuft richtig gut. Nahkampf ist absolut mein Ding. Ich habe ja sowas von Übersicht. Löscht sie aus. Er hat sie irgendwas anderes Interessantes genommen machen. Hier, mach doch mal hier so und Wundumschlag. Der Hund könnte auch mal. Ich verstehe.
Ja, ist okay. Wenn du mir in die Quere kommst, Buch der Verwundbarkeit. Bezahlst du dafür. Ich weiß gar nicht, was das macht. Ich glaube, dass er mehr Schaden nimmt. Steh auf. Oh, da hinten. Möge der Spaß beginnen. Ja, ich merke schon. Also der Magier wäre auch in diesem Fall eher so meine Wahl gewesen. Ach, Goddammit. Ich weiß, was ich beim nächsten Dragon Age-Teil auf jeden Fall spielen werde. Noch jemand? Steh auf. Dankeschön. Vor allem dieses hinter die Leute stellen ist halt so gar nicht meins. Dafür müsste ich mich nicht orientieren im Kampf und so. Und ich bediene mich hier einfach mal, wenn du nichts dagegen hast. Jetzt habe ich auch nicht die krassen Überwaffen. Ich weiß gar nicht, ob ich im Deutsch schon verkauft habe, der besser gewesen wäre als das, was ich hier standardmäßig trage. Ah ja, ich brauche einen Wundumschlag. Geht das? Nein. Geht das? So. So geht das? Genau. So, jetzt nochmal. Ich will nochmal nach den Waffen gucken. Es tut mir leid. Deutsch. Deutsch. Aber das ist plus 4 Angriff. Irgendwie kommt mir plus 4 Angriff besser vor. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich habe doch auch keine Ahnung. Können ja mal zwischendurch speichern. Ich habe wieder vergessen, dass man das hier machen kann und auch sollte. Lalilu. Da ist die letzte Söldnergruppe. Ist aber schön. Guck mal, er greift nicht an. Sie greift an, aber er nicht. Jetzt muss ich bei den Taktiken kurz gucken, was der Unterschied ist. Sie ist Fernwaffe. Defensiv. Vorsichtig, defensiv? Was ist defensiv? Alter, diese Gruppen setze ich zur Wehr, wenn es im Nahkampf attackiert wird. Ja, nee, das ist aber irgendwie nicht so... Nee, aggressiv, passiv, Standard, Fernwaffe, vorsichtig. Der Hummel flieht aus dem... Nee, das ist ja ganz falsch. Aggressiv ist auch kacke, weil dann geht er sofort auf alles rauf und ich habe überhaupt gar keine Zeit, mich irgendwie zu orientieren. Das ist alles irgendwie nicht so, wie ich das haben möchte. Darüber hinaus bevorzugt Fernwaffen versucht, Nahkampfsituationen zu vermeiden. Das ist auch absolut nicht das, was ich brauche. Irgendwie ist das doof. Irgendwie ist das sehr, sehr doof. Weil jetzt müsste ich ja jedes Mal manuell mit ihm erstmal irgendwas anklicken, damit er überhaupt angreift, weil ich es noch nicht getan habe. Weißt bereit. Du? Oh. Sterbt. Es sind so viele auf einmal. Damit. Der Ruhm ist unser. Oh ja. Yeah. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, aber das kann ich ja nicht, weil ich ja nur 4 Felder benutzen darf. Ich sollte mich einstellen, dass er bei unter 25% oder so automatisch einen Umschlag nimmt. Daran erinnere ich mich auch. Das könnte amüsant. Ist doch kein Modus hier, oder? Stirb. Oh Gott, und du bitte nicht. Hör doch mal auf, so viel Schaden zu kriegen. Warum greift er überhaupt mich an, der Arsch? Nein, das überlebe ich. Mich greift ja kein... Nein, mich greifen die Fernkämpfer nicht an. Go, go, Power Rangers. Holy shit, guck dir an, was die für einen Schaden haben. Hilfe! Ich will nicht sterben. Du stirbst nicht. Wir kriegen das hin, ohne dass du stirbst. Siehst du? Dann pusht sie ihn weg und ich stehe wieder vor ihm. Ach, wie nervig. Gut. Das tat weh, aber diesmal ohne Sterben. Und wir haben ja Morrigan, die kann ja Wundumschläge machen, zum Glück. La la la. Gebt mal alles her. Ja. Zum Glück habt ihr auch... Nein, zum Glück habt ihr auch ein paar dabei. So, alle da, alle am Leben, alles gut. Den Baum haben wir ja schon untersucht. Weiter gibt es hier sonst nichts. Ich finde das sehr schön. Übrigens, mir wurde gesagt, ich soll mehr Blut einstellen. Freunde, hier ist schon überall Blut. Ich mache das nicht noch höher, weil dann klebt sie halt permanent voller Blut. Das würde mich irgendwie nerven, so rein äußerlich und so. Ja, ich lege ein wenig Wert auf Ästhetik und so ständig blutbeschmettert durch die Gegend zu rennen, ist halt nicht mein Nonplusultra. So, da oben geht's weiter. Da gehe ich, glaube ich, mal noch nicht hin. Geht's hier außerhalb der Map? Ja, tatsächlich. Okay, da gehe ich noch nicht hin. Ich will erstmal die Quest abgeben. Und da sind ja auch noch Leute. Aber es sind Flüchtlinge. Ich dachte, es sind nochmal irgendwelche Söldner oder... Banditen, wie sie sich hier nennen. Kann man euch irgendwie helfen? Ihr seht so aus. Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen. Es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Was?
Oha. Alter Verwalter, bitte was? Wieso flieht er denn? Wieso geht er denn weg? Ich verstehe das nicht. Was stimmt nicht mit dir? Habe ich den jetzt auf... Was ist denn Standard? Verfolgt die Feinde auch, wenn sie davonlaufen. Wieso flieht aus dem Schadensbereich von feindlichen Angriffen mit Wirkungsfeld? Ja, wird jedoch direkt angesetzt, ist sich zur Wehr. Weißt du, was jetzt hier kommt? Du bist aggressiv. Jetzt ist mir jetzt egal. Alter! Wer hat die denn alle gestunt? Das war doch nicht ich, oder? Holy shit! Hier! Mach ich überhaupt Schaden? Richtig? Oh, fuck! Ich bin doch kein Tank! Es sind so viele! Oh Gott! Oh Gott! Ja, ich weiß, ich kite die Elbe jetzt mal so ein bisschen. Scheint mir doch. Freunde, ich hab einen Tank. Der macht Aggro. Oh, das ging. Ja, das ging. Okay, ja, ich werde langsam warm. Es geht schon. Also mich immer hinter die zu stellen, wird ein absolutes nicht möglich sein für mich. Nein. No go. Die haben aber auch gar nichts. So viel Tode, ohne Scheiße, unnötig. Ich meine, das ist halt das Problem, dass er das Kopfgeld ausgesetzt hat. Dadurch greifen die uns natürlich an. In ihrer Not brauchen sie Geld. Mit Geld lässt es sich nur mal einfacher flüchten. Das ist jetzt keine hohe Mathematik, die dafür notwendig ist, um das herauszufinden. Aber es zieht einfach so viel Tod und Verderben mit sich, dass das schon wieder traurig ist. Ich habe Elfenwurzel hinten übersehen. Ja, dafür gehe ich jetzt aber auch nicht zurück. Nö. Da habe ich es jetzt einfach mal dicke. Wo war denn der? Ach, da hinten. Ich sehe schon leuchten. Warte auf mich. Ich habe was für dich. Redet ihr jetzt wieder? Vielleicht haben sie sich ausgequatscht. Hallo. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Ja, indeed, das bin ich. Gut, dann haben wir den Teil geschafft. Aktuelle Quests. Wieso nur aktuell? Da es dort allerdings noch weitere Anlagen gibt, könntest du vielleicht noch mehr für den Kantor tun. Ach so, ach, jetzt haben wir wieder neue Sachen. Wenn Bären angreifen. Ich verfasse dieses Schreiben im Namen des Bauern Thad und seines verstorbenen Sohnes. Der Bauer sei meine Zeuge, dass ich all jene, die im Umgang mit Waffen und Rüstungen bewandert sind, dazu auffordere, den Gefahren des nördlichen Waldes entgegenzutreten und die Bärenfamilie zu stellen, die den jungen Enef zerfleischt hat. Diese Wesen sind Abscheulichkeiten der Schöpfung des Erbauers und es würde den nördlichen Höfen Beruhigung und Thads Familie Trost bringen, wenn ihre Pelze erbeutet würden. Als Loverings Kantor lobe ich hiermit einen Sovereign für denjenigen aus, der diese Aufgabe und damit den Willen des Erbauers ausführt. Möge er mit Umsicht vorgehen, damit wir uns alle im Lichte des Erbauers baden können. Ich bade so ungern. Ich bin ja eher so Anti-Hygiene. Ein letztes Andenken. Gedankt sei den Dorfbewohnern, die den Flüchtlingen in diesen finsteren Zeiten ihre Scheunen und Höfe geöffnet haben. Die Kirche hört häufig lobende Worte von unseren Gästen und euren noblen Taten werden in vielen Gebeten erwähnt. Zu unserem Bedauern gibt es im Dorf einen kleinen Jungen, dessen Mutter, die gute Sarah, verschwunden ist. Da sie schon seit annähernd einer Woche vermisst wird, ist sie vermutlich tot. Möge der Erbauer ihr beigestanden haben. Sie war eine Dame mittleren Alters mit roten Haaren, die am liebsten einen grünen Mantel trug. Sollte ein Reisender oder ein Einwohner sie in der Wildnis finden, so möge er bitte ihren Leichnam oder ihre letzte Habe zurückbringen. Der Junge wird später dankbar für ein Andenken sein, das ihn an seine tapfere Mutter erinnert. Das Büro des Kantors wird diese Freundlichkeit mit einem Beitrag von 50 Silberlingen vergelten. Möge der Bauer auf uns alle herabblicken. Gut. Mami finden und noch irgendwas, was ich schon wieder vergessen habe, innerhalb von 3 Millisekunden. Vernichte die infizierten Bären. Wo ist denn der nördliche Wald? Fragezeichen. Muss ich da jetzt im Norden raus? Wahrscheinlich. Könnte ein Indiz sein, bei nördlichem Wald. Ich glaube, da bin ich auf dem richtigen Weg. Klingt nach einer richtigen Spur. Sagt ihr jetzt wieder was, wenn wir in die Richtung gehen? Vielleicht haben sie wirklich nicht mehr zu sagen. Ich habe das Gefühl, so bestimmte Orte triggern Gespräche zwischen den Leuten. Nö, okay, nicht mehr. Ist gut. Ja, warte mal. So, er hat ja gar keine Kampftaktiken geskillt. Das heißt, ich darf ja noch nicht mal ein Feld dazu nehmen. Weil ich weiß, pro Feld wurde mir gesagt, darf ich eins mehr nehmen. Das heißt, jetzt aktuell hat er ja gerade 4. Und das nächste werde ich bei ihm auf jeden Fall auf 5 scannen. Und dann kann ich hier das mit dem Wundumschlägen einstellen. Das wäre mir nämlich, glaube ich, ganz lieb.
damit ich das nicht immer selber machen muss und die mir plötzlich wegsterben. Dasselbe gilt, glaube ich, auch für alle anderen Mitglieder, die ich so habe, solange ich noch keinen Heiler habe, der sich darum kümmern kann. Oh,